Dankeschön. Bevor ich loslege, möchte ich euch was zeigen. Ich bin doppelt verkabelt. Hatte ich noch nie. Außer doppelt verkabelt bin ich auch noch der Udo. Und ihr seid eigentlich gar nicht da. Ihr seid nämlich eigentlich in Berlin. Ich habe ein cooles Pult, das werde ich auch benutzen. Ich begrüße Sie, euch auf der Bundespressekonferenz, liebe Vertreter der Presse. Ich habe in Berlin gesehen, die machen das mit so Zetteln, mache ich jetzt für den Anfang auch mal. Meine Damen und Herren von der Presse, ich freue mich, Ihnen im Namen der Bundesregierung über die Ergebnisse des letzten Bundessprints berichten zu können. Die Inhalte von Sprint 16 der laufenden Legislaturperiode wurden gestern erfolgreich den Wählern übergeben. Die Regierung konnte das Sprintziel nicht vollständig erreichen, sondern nur teilweise. Ziel der Iteration war es, Rechtssicherheit für Webseitenbetreiber hinsichtlich von Abmahnungen zu schaffen. Drei User-Stories, die Obergrenzen von Anwaltsgebühren beschrieben, mussten nach Rücksprache mit dem Bundes-Product-Owner auf den nächsten Sprint verschoben werden. Während der Umsetzung wurde klar, dass die Abschätzungen zu optimistisch waren. In den restlichen 7 nicht abgenommenen Stories wurden im Sprint-Review-Meeting Lücken im vorgeschlagenen Gesetzestext offenbar. Die Themen wurden zur Nachbesserung an die Fachgremien zurückverwiesen. Im Sprint-Review-Meeting waren verschiedene Webseitenbetreiber als Vertreter der sogenannten End-User anwesend. Deren Anmerkungen wurden vom Bundes-Product-Owner für zukünftige Sprints aufgenommen. Als Verbesserung der Teamarbeit wurde im Sprint-Retrospective-Meeting zudem vom Team festgelegt, dass ab sofort die Abwesenheiten für Wahlkampfveranstaltungen auf das absolute Minimum zurückzufahren sind. Das Regierungsteam hat außerdem ihre Definition of Done dahingehend ergänzt, dass jede Gesetzesvorlage vor der Debatte im Plenarsaal zwingend vom Koalitionspartner Korrektur zu lesen ist. Das Bundes-Scrum-Team hat sich bereits zur Planung der nächsten Iteration zurückgezogen. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der zweite Applaus innerhalb von 2 Minuten, cool. Cool, ja, wäre schon cool, oder? Wenn die Jungs und Mädels nach Scrum arbeiten würden, wäre echt cool. Und genau diese Coolness wollen wir uns die nächsten 60 Minuten mal gemeinsam vorstellen. Ihr müsst jetzt mal eure Entwickler- oder IT-Brille mal ein bisschen ablegen. Ich tue es auch, ich komme eigentlich von der Compliment. Ich klinge es mal aus. Das CP, das eigentlich für eine Mischung zwischen Consulting und Implementation stehen soll, heißt jetzt eigentlich mal Cool Politics. Das ist jetzt mal das Logo für die nächste Stunde. Und die Ziele für die Stunde sollen sein, ja, wir wollen jetzt nicht wirklich Scrum in Berlin einführen, aber ein paar Gedankenanstöße sammeln. Ich will jetzt nicht die Weisheit über euch schütteln, die habe ich selber nicht. Soll einfach nur mal den Blickwinkel ein bisschen verändern und durch dieses Konstrukt helfen, vielleicht ein paar neue Ideen für unsere IT-Projekte zu finden. Ja, warum mit Politik? Das ist diese Geschichte mit diesen Metaphern. Ich kann jetzt entweder sagen, sich einer Sache frühestmöglich anzunehmen, kann mitunter hilfreich sein, oder ich kann sagen, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir machen jetzt eine Stunde lang frühen Vogel. Disclaimer vorneweg, es ist mir völlig egal, wen ihr wählt oder gewählt habt. Ich hoffe, ihr habt gewählt. Es geht hier nicht um Parteien, es geht hier eigentlich um IT-Projekte. 2 Takte zu mir, bevor ich mich in Rage rede. Ich bin seit 2006 mit Scrum unterwegs, habe ein paar verschiedene Scrum-Zertifizierungen gemacht, die sich im Wesentlichen im Preis unterschieden haben. Und bin bei der Compliment AG in Nürnberg so für Recruiting, Personalentwicklung und mit dem zweiten Standbein für diese agile Botschaft zuständig und versuche es jetzt auch seit ein paar Monaten bei Video to Brain mit einem Videotraining weiterzutragen. Los geht's. Zurück von dieser schönen Zukunftsvision von Scrum in Berlin, erstmal wieder nach 2013 nach Karlsruhe. Der Plan für die nächste Stunde ist ganz einfach mal ein Mapping zu probieren von ein paar agilen Prinzipien auf die Prinzipien, agil oder weniger agil, die gerade in Berlin so laufen, mal schauen, wo passt es zusammen oder wo passt es gar nicht zusammen. Wir wollen ein paar Ideen sammeln und einen Merkzettel füllen. Und zwar dieses Ding hier. Er wird sich mit der Zeit füllen. Wenn ihr den Raum verlasst, bevor das Ding voll ist, tut es bitte heimlich, weil das ist ein Zeichen, ich bin noch nicht fertig. Die Agenda
ist, ja, wir schauen mal, passt Scrum überhaupt zum Grundgesetz? Passt es zusammen? Wir schauen uns mal an, wie kann man Ämter, die in Berlin so unterwegs sind, mit unseren Scrum-Rollen füllen? Wie funktioniert der Politikbetrieb und wie passt es zu Scrum? Und wie schaut es mit Gesetzesvorhaben aus oder politischen Vorhaben in Berlin? Wie passt denn das zusammen? Sieht es nicht wirklich sexy aus, oder? Wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das ist jetzt die letzte Session hier auf den XP-Days heute und ich gebe mir sowas. Ja. ihr gebt euch jetzt wirklich was Trockenes, aber gebt mir mal die Stunde, weil ein berühmter Landsmann hat mal gesagt, wichtig ist, was hinten rauskommt. Packen wir es an. Grundgesetz. Bevor wir Agilität in Berlin einführen, müssen wir natürlich erstmal schauen, passt es überhaupt? Was steht im Grundgesetz überhaupt drin? Eigentlich war das das erste Mal seit der Schule, dass ich mal wieder das Grundgesetz zur Hand genommen habe. Ich habe gelernt, das regelt, welche Institutionen das es überhaupt gibt in unserem Land. Es stellt einen groben Rahmen zur Verfügung und die ganzen Details werden dann irgendwie in Gesetze wegdelegiert. Also wirklich nur ein Rahmenwerk. Keine Details. Und es ist schwierig zu verändern. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um dieses Grundgesetz irgendwie ein bisschen umzubiegen. Ja, wir haben auch unser Grundgesetz in der agilen Welt. Bei uns heißt es halt Scrum Guide oder Agiles Manifest plus X plus Y. Und welch Wunder, da steht auch nicht viel mehr drin. Da sind ein paar Rollen beschrieben, es sind gar nicht mal viele. Es gibt auch nur einen Rahmen vor an Prinzipien, wie wir es denn tun sollen oder was wir lassen sollten. Und es steht mehrmals ganz dick drin von allen weißen Rittern der agilen Kunde da verbreitet, schmeißt die Grundregeln von Scrum nicht leichtfertig über Bord. Naja, passt doch schon mal ganz cool zusammen. Das soll mal genügen, so als Einstieg. Hey, das passt schon. Wir haben Grundgesetz, wir haben Scrum Guide, ready to go. Aber warum sollten die überhaupt agil sein? Warum sollten die Agilität einführen? Was ist es denn überhaupt? Eine Definition, die ich in dem Wirtschaftslexikon gefunden habe, war: Agilität könnte die Fähigkeit einer Organisation sein, flexibel, aktiv, anpassungsfähig und mit Initiative in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit zu agieren. Wenn ihr euch die Vokabeln mal ein bisschen anschaut, viele sind euch vielleicht noch in Erinnerung von den Plakaten, die vor ein paar Wochen überall rumhingen. Flexibel, aktiv, Initiative, hey, tschakka, Wandel. Da kann sich jeder Politiker wiederfinden, aber das hier, dieses böse Wort Unsicherheit, das wird jetzt keiner gern in den Mund nehmen von den Herren, die in Berlin auf und ab wandeln. Unsicherheit. Unsicherheit kann zum Beispiel von Politikern so behandelt werden. Unser Norbert Blüm, Arbeitsminister, hat mal gesagt, die Renten sind sicher. Ein agiler Typ wird vielleicht sagen, drei Rentensprints sind sicher. Weitere Abschätzungen sind heute noch nicht seriös. Ich weiß jetzt nicht, ob der Stand heute wiedergewählt werden würde. Deswegen habe ich mal 2020 hingeschrieben. Unsicherheit, naja, es gibt echt viel Unsicherheit. Schaut euch mal an, was mit der Weltwirtschaft passiert. Boah, ich kann es nicht einschätzen. Oder ist dieser Euro jetzt gerettet? Oder sind irgendwelche Partnerländer in Europa noch dabei, irgendwas damit zu machen? Oder wir selber? Wie sieht es denn mit dem Thema Sicherheit aus? Sind irgendwelche beknackten Terroristen unterwegs, um irgendwas zu sprengen? Oder dieses Thema digitale Welt? Ich muss Vokabeln wie NSA gar nicht weiter ausführen. Ich bin echt unsicher. Diese ganze politische Welt ist voll mit Unsicherheit. Also eigentlich sollten die wirklich prädestiniert dafür sein, was richtig Agiles einzuführen. Dann tun wir es einfach. Aber sind wir besser? Ja, ich habe ein paar Schmunzeln sehen. Wow, ja, die sind ja wirklich von Unsicherheit umgeben. Wie gehen denn wir mit der Unsicherheit um? Wir meinen solche lustigen Sachen. Gantt-Charts, die ganze Quadratmeter füllen. Und ja, wir wissen jetzt schon, wir sind fertig am 15.10.2015, sind aber dummerweise noch ganz da vorne. Super, super Umgang mit Unsicherheit. Für den Anfang der erste Lerneffekt wäre schon mal, lasst uns die Unsicherheit eingestehen. Wenn Sie sich in Berlin eingestehen, dass die Renten jetzt noch gar nicht sicher sind, würde ich mich sogar ein bisschen sicherer fühlen. Oder natürlich ist es gut, einen Plan zu haben oder sich einen zu machen, aber sich dann wirklich auch einzugestehen, das ist nur ein Snapshot. Das ist das beste Wissen, das Stand heute uns zur Verfügung steht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lasst uns die Rollen anschauen. Die Ämter und die Rollen
die in Scrum und in Berlin ja, so zu besetzen sind. Besetzen ist vielleicht nicht immer das richtige Wort. Vielleicht trifft es Postengeschacher besser. Wenn ihr gerade dieser Tage so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, ob geht es jetzt um Themen oder geht es darum, wie viele Ministerposten jetzt welche Partei kriegt. Also schachern wir um Posten. Ein paar Namen, die da genannt werden, also jetzt weniger Ministerien, sondern Ämter, ja, Bundeskanzler, ein Bundesratspräsident, ein Fraktionsvorsitzender, ein Bundestagspräsident. Wir können jetzt nicht alle besetzen, wir können nicht alle glücklich machen. Scrum gibt glücklicherweise nicht so viele Rollen mit. Ich habe mir mal zwei rausgepickt, die ein bisschen ja, medienwirksam sind. Wir wollen ja die Rockstars besetzen. Bundeskanzler und Bundespräsident. Später habe ich mir gedacht, naja, so ein Scrum Master wäre vielleicht der Bundestagspräsident, aber den kennt irgendwie niemand. Und ich will eigentlich über Sachen reden, die ich auch selber schon mal im Fernsehen gesehen habe. Was macht denn der Product Owner? Ja, wir haben schon tausendmal gehört, der Product Owner vertritt die Stakeholder. Er definiert das Gesamtziel und der Product Owner ist die einzige Person, die Prioritäten festlegen darf. Schön, habe ich verstanden. Der Scrum Master ist nur als Moderator unterwegs, er ist kein Entscheider durchgestrichen und er soll in einer idealen Scrum-Welt als Mentor für das Team zur Verfügung stehen, um sie immer besser in diese agilen Prinzipien reinzubringen, um sie zu inspirieren. Naja, das ist jetzt die Scrum-Welt. Wir haben den Bundespräsidenten, der, ich weiß gar nicht, was der immer so macht. Ich kriege immer mal mit, er eröffnet immer mal so Goethe-Institute in irgendwelchen Ländern. Ich habe im Grundgesetz nachgeschaut, er darf kein anderes Amt haben in der Regierung. Er darf der Regierung nicht angehören und er darf auch, das wusste ich vorher auch nicht, er darf auch kein hohes Amt in einer Firma bekleiden. Also es darf nicht jetzt irgendwie noch der Vorsichtsvorsitzende, der Aufsichtsratsvorsitzende von der Deutschen Bank sein oder sowas. Er muss halt die Gesetze unterschreiben, die da ihm angetragen werden. Das, manchmal tut er so, als ob er es nicht machen würde, er tut es dann doch immer. Wir haben noch diese Person, die Bundeskanzlerin, die laut dem Grundgesetz die Richtlinien vorgibt. Die grobe Richtung der Politik, die Gesamtverantwortung hat, die dann aber delegiert in ihre Ministerien und die auch kein Firmenchef sein darf. Wie passt denn es jetzt zusammen? Meine Idee wäre gewesen, ja okay, hier, das ist schon die Person, die sagt, was Sache ist. So ein Product-Owning-Kanzler und der Präsident, naja, der ist so der Gandalf-artige Typ im Hintergrund, der so immer ein bisschen ausgleicht. Das wäre mal eine Idee gewesen, aber was ist denn die Realität? Für mich wäre der Bundespräsident jetzt kein richtig guter Scrum-Meister, weil er einfach nicht präsent ist. Wenn ich in einem Team bin, dann muss mich der Scrum Master nerven können. Der muss mich dazu bringen oder inspirieren im Idealfall, diesen Scrum-Geist auch wirklich zu leben. Oder was ist mit unserer Kanzlerin? Delegiert sie wirklich alles oder macht sie immer mal Sachen zur Chefsache? Oder denkt an unseren letzten Kanzler, den Herrn Schröder, der immer mal gesagt hat, basta, das ist jetzt Chefsache. Was passiert mit Chefsachen? Der Chef hat halt viele Sachen um die Ohren und er vergisst dann, das versandet dann. Niemand anders traut sich mehr hinlangen, weil es ist ja Chefsache und ja, und Vertrauen. Vertrauen ins Team ist wichtig für beide Rollen eigentlich. Vertrauen behandelt unsere Kanzlerin auch super. Sie sagt immer, ich spreche Herrn zu Gutenberg mein uneingeschränktes Vertrauen aus. Toll, ja. Es hat noch ein paar Wochen gedauert, dann war er weg. Oder sie hat der Ministerin Schawan das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. Die ist jetzt auch, ich kann keine Ahnung, was die jetzt macht. Also sie ist nicht mehr Ministerin. Letzten Sommer hat sie auch mal unserem Verteidigungsminister in dieser Drohnenaffäre das Vertrauen ausgesprochen. Den hat jetzt noch mal die Wahl gerettet. Mal schauen, ob er jetzt die neue Koalitionsbildung überlebt. Also ist nicht viel mit Vertrauen ins Team. Das scheint schon eher Command and Control zu sein. Also diese Rollenverteilung war jetzt schon mal irgendwie komisch. Eigentlich hätte ich dann schon wieder aufhören wollen mit der Vorbereitung dieses Vortrags. Ich habe dann doch fertig gemacht, habe mir zumindest mitgenommen,
ey, lasst uns zumindest in unseren Teams dieses Ding mit Rollenverschmelzung eingrenzen, so gut wie es irgendwie geht. Je weniger Chefsachen wir machen, desto cooler ist es für uns als Teams. Und wenn wir schon einen Scrum Master haben, dann sollte der echt sichtbar sein. Nur dann kann er wirken und auch inspirieren. Oh, wir haben ja noch eine Rolle. Ich hätte fast eine Rolle vergessen. Das Team. Was tut denn das Team so? Ja, das sind die, die Sachen realisieren, zum Leben erwecken, implementieren oder wie immer man das in Berlin dann auch nennt. Das Team macht die Abschätzungen und nur das Team. Die organisieren sich selber, die kommunizieren auf eine magische, total effiziente und gute Art und Weise und sie sind cross-functional. Okay, sagt Scrum dazu. Wie funktioniert es in Berlin? Meiner Meinung nach, das Team, das sind Minister und ihre Untergebenen, die dann halt was tun. Mir kommt es manchmal so vor, als ob die Farbe des Parteibuches, solche Ps und Bs sind für mich als Franken echt schwer, dass die Parteizugehörigkeit irgendwie wichtiger ist als jetzt die Kompetenz und dass ganz oft irgendwas vorkommt, wo ich gleich noch zwei Beispiele habe, Information Hiding und die jetzt irgendwie nicht so richtig cross-functional zu sein scheinen. Beispiel Information Hiding. Letzter Sommer. Dieses Ding hier. Das ist eine Original-Eurohawk-Drohne. Das war so ein richtiges Musterbeispiel für Information Hiding für mich. Die haben offensichtlich 2004 mit diesem Projekt angefangen. Wir brauchen da diese Drohnendinger und wussten 2004 schon, hey, wir kriegen die nicht zugelassen. Die brauchen irgendwie so eine Kollisionsschutzautomatik und die haben diese Dinger nicht. Wir kriegen die nicht zugelassen. Irgendein anderer hat gesagt, ja, lass uns mal weitermachen, was wir haben, das haben wir. Und haben sie erstmal für sich behalten. Irgendwie noch 8 Jahre weiter und dann im letzten Sommer ist es irgendwie hochgeblubbert und ja, wir kriegen das nicht zugelassen. Na, dann müssen wir es einstellen. Sie haben schon eine 500 Millionen verballert. Die war gut investiert, nee, die war jetzt, die ist weg. Unser Verteidigungsminister hat dann gesagt, naja, ich habe da schon mal was gehört. Vorher schon, aber das war ja nur so auf dem Flur. Ich kann mich ja nicht mit allem befassen, was ich auf dem Flur höre. Da muss schon ein Dienstsiegel drauf sein. Also er hat es einfach ignoriert. Und dann hat er noch gesagt, naja, das Projekt haben meine Staatssekretäre gemacht. Sie glauben noch nicht, dass die mir alles sagen. Wow. Denk mal in unsere IT-Projekte rein. Also geben wir jedes Drohnenproblem wirklich schon frühzeitig zum Verteidigungsminister hoch? Oder komm, wir machen das jetzt einfach mal. Das zweite Beispiel zum Thema Cross-Functional Team kommt aus Bayern. Ist jemand aus Bayern da, außer mir? Also ich bin ja eigentlich aus Franken. Zwei. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war auch letztes oder vorletztes Jahr. Da ging es um Tankstellen und Alkohol. Es entstand also die Problematik, dass sich die ganzen Einzelhändler beschwert haben, boah, die Tankstellen verkaufen alles und haben so lange offen und in Bayern darf man nur bis 20 Uhr offen haben als Geschäft. Die machen uns das Geschäft kaputt. Die Politik hat gesagt, ja, da starten wir ein Projekt, das werden wir lösen. Sie haben also gesagt, naja, Tankstellen dürfen eigentlich nur Sachen für den Reisebedarf verkaufen. Also dürfen da auch nur Reisende einkaufen. Also dürfen die Tankstellen abends nur Sachen an Reisende verkaufen, die dann auch als Reisende sich irgendwie erkenntlich machen können, indem sie mit dem Auto vorfahren. Das hat dazu geführt, dass Bayern das einzige Bundesland war, wo man mit dem Auto vorfahren musste, um Bier zu kaufen. Es ist irgendwie vollständig in die Hose gegangen. Die haben also diese Verordnung rausgebracht. Alle haben gesagt, seid ihr total bescheuert? Und man musste sich fragen, hey, hat das eine Person mal komplett durchgedacht oder mal durchgetestet? Der erste Tester, der das ausprobieren hätte können, hätte sagen, hey Leute, das ist irgendwie blöd, der Testfall, Auto, Alkohol ist fail. Also, bitte? Wie lange hat das Rollback gedauert? 2 Wochen oder so. Also sie haben es klammheimlich wieder kassiert. Die Leute schlendern jetzt wieder zu Fuß zur Tankstelle, holen sich ihr Bier.
alles wieder gut. Aber es hat erstmal Schmerzen verursacht. Und ich habe mir gedacht, Leute, wenn ihr die ganze nötige Fachkompetenz in das Team gepackt hättet, das wäre echt einfach gewesen. Das war lustig. Ja, so viel zum Thema cross-functional. Ist jetzt schon irgendwie Mist. Alle drei Rollen habe ich nicht zu meiner Zufriedenheit besetzen können. Wir hören nicht auf. Die Agilität hat es verdient. Die Agilität in ihren Lauf halten weder Ochsen noch Esel auf. So oder so ähnlich hat es mal Erich Honecker gesagt. Und deswegen machen wir jetzt auch weiter. Für unseren Merkzettel heißt es, wenn sich Ohrfeigen andeuten, holt sie euch früh. Danach ist auch wieder klar und sind wieder bei Dan North heute früh. Ein frühes rotes Kreuz ist besser als 20 Grüns und am Schluss wird das Projekt eingestellt. Und cross-functional ist nicht nur so ein frommer Wunsch, sondern ist auch echt nützlich. Schauen wir mal in den Politikbetrieb rein. Wie läuft denn es da? Naja, das, was immer bei mir ankommt, sind irgendwelche Debatten, wo irgendwelche Leute vor Zeitungen lesenden Abgeordneten über irgendwas reden. Wenn irgendwas reinkommt, ist ganz großes Buhai, ja, oh, wie ist eine PISA-Studie gekommen? Wir müssten jetzt eine bessere Bildung machen und dann flitzen alle ein paar Wochen lang wild durcheinander. Also Aktionismus. Es ist mir manchmal völlig unklar, wie die Prios zustande kommen. Und das Denken scheint mir immer nur so spätestens bis zur nächsten Landtagswahl zu gehen, die dann irgendwann ansteht. Schauen wir mal rein. Vielleicht bin ich auch immer nur zu negativ. Daily Scrum. Würde den Daily Scrum helfen? Stellt euch mal den Plenarsaal vor mit drei Fragen. Da kommt ein Minister vorne hin und sagt, was er seit gestern geschafft hat, was er sich heute vorknöpft und was ihm gerade am effizienten Regieren hindert. Es ist eigentlich gedacht, hey, es soll ein Info-Update sein, wo sich das Team gegenseitig wieder auf Stand bringt und Hindernisse früh benennt. Wie läuft es denn ab? Irgendwie läuft es manchmal so ab. Meine Damen und Herren, was kann als Grundsatz parlamentarischer Arbeit betrachtet werden? Politik im Sinne sozialer Verantwortung bedeutet, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, unser Gut herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unserer Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unter dieser Schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Wer hat denn, und da sollte man von diesem Grund aus einmal unmissverständlich aussprechen, auch die wirtschaftliche Entwicklung hatte sich in jeder Weise, das kann von niemandem beschritten werden, ohne zu erkennen, dass in Brüssel, in London die Ansicht herrscht, die SPD, FDP, Koalition habe da und meine Damen und Herren, warum auch nicht? Ihr lacht. Denkt euch mal so das Standard Daily Scrum Meeting. Wenn ich jetzt irgendwie mal in den Raum frage, ja, Markus, was hast du denn seit gestern geschafft? Was hast du heute vor? Also, ich habe mich gestern um den Dependency Injection Container gekümmert. Okay. Dazu wollte ich erstmal die Container Factory einsetzen, die implizit den DI-Container nutzt, und dann ausgehend von der Erzeugung eines Controllers einen Graph von zueinander abhängigen Objektinstanzen aufspannt. Außerdem hätte die Entkopplung genau dieser Abhängigkeiten aber noch einen weiteren Vorteil. Wir könnten nämlich mit Hilfe der DI die Tests über das Mocking-Framework automatisieren. Und da stimme ich Thomas jetzt nun gar nicht zu, der will nämlich alles mit Rhino machen, aber ich denke, dass das mit Mocko viel besser geht. Aber ich denke, bevor nicht jeder den N-Layered Domain-Oriented Architecture Guide gelesen hat, brauchen wir gar nicht richtig weiterzureden. Da komme ich nicht weiter. Und das war's von meiner Seite. Oh, okay. Oh. Das ist jetzt der Applaus, weil es gar so illusorisch war. Ne? Ja, danke Markus, wir sind gut unterwegs in unserem Projekt. Also, so viel zum Thema Daily Scrum im Bundestag. Don't laber Tech. Versucht euch gegenseitig auf Stand zu bringen. Oder wenn sich Berlin gegenseitig auf Stand bringen würde, glaube ich, wenn wir echt mit einer höheren Velocity unterwegs. Wenn ihr was sagt, naja, seid informativ. Ein Product Backlog soll es vielleicht auch in Berlin geben, wenn man den Politikbetrieb denkt.
Product Backlog, naja, da soll Zeugs drinstehen, das einen Kundennutzen hat oder Kundennutzen bringt. Das, was am wichtigsten ist, sollte ganz oben stehen, es sollte eine kleine lustige Zahl vor jeder Story stehen, die die Priorität wirklich widerspiegelt. Und die Priorität sollte auch abgestimmt sein mit den Stakeholdern. Und als Stakeholder würde ich jetzt mal uns Wahlvolk, uns Bürger benennen. Keine Ahnung, ob die Prio mit mir schon jemals abgestimmt haben. Wie schaut es denn aus? Es gibt schon so eine Art Product Backlog. Das wird jetzt gerade in diesen Wochen zusammengeschraubt. Ein Koalitionsvertrag. Da steht drin, was man sich so vorknöpft. Ein paar Sachen sind vielleicht kleiner geschrieben, die man auch so tut. Aber ich glaube nicht, dass Zahlen davor stehen. Ich habe bei Wikipedia mal nachgeschaut, was da unter Koalitionsvertrag steht. Da steht, es ist ein rechtlich nicht bindendes, eine Absichtserklärung. Ja, schön. Eine Absichtserklärung ohne bindende Wirkung, ohne Priorität. Echt erfolgversprechend. Was passiert denn dann? Die schrauben dieses Ding zusammen, unterschreiben alle feierlich, machen Bilder damit bei irgendeiner Pressekonferenz und dann, ja? Weil speziell die Frau Merkel dafür bekannt ist, dass sie da sehr strategisch vorgeht, um die bestimmte Entscheidungen auf ganz bestimmte Tage oder vor ganz bestimmte Zeitslots legt. Dass eben zum Beispiel die Sache mit den Hoteliers, das war ja von Anfang an schon relativ klar, dass das Ärger gibt. Deswegen hat sie das direkt am Anfang gemacht. Genau, super Erfolgversprechen für ein Projekt. Nur nicht mit der Priorisierung zu tun, wie wir das tun. Ja. Aber sie tut durchaus etwas, das ich als strategische Produktplanung bezeichne. Hat auch super funktioniert, ne? Wie läuft es denn dann los? Also dieses Hoteliers-Ding, das war das Erste, was irgendwie passiert ist in der letzten Legislaturperiode. Die fangen an zu arbeiten, fangen also an mit Arbeitslosigkeit, mit Finanzkrise, mit Bildungspolitik. Nee, fangen sie nicht. Sie fangen mit diesen Hotelsachen an. Eine Steuererleichterung für Hoteliers. Und also meine Prio 1 war es nicht. Oder? Ja, also für mich jetzt, ja. Oder dieses lustige Ding, das ist im letzten Sommer mal hochgeblubbert, für nur ein paar Tage zu dem Thema Requirements, die während des Sprints von der Seite reinfliegen. Das ist aus Brüssel reingeflogen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Da erging also Weisung aus Brüssel, initiiert durch die Olivenölherstellungsbauern irgendwie aus den Südländern. Man darf jetzt in europäischen Pizzerien keine Olivenölflaschen mehr offen auf den Tisch stellen, sondern das müssen kleine Wegwerffläschchen sein, die man nicht wieder auffüllen darf, weil die Gefahr besteht ja und die ist sehr dramatisch, dass da gepanscht wird. Ja, okay. Das ist dann nur echt wenige Tage durch die Presse gegeistert und jeder, der das gelesen hat, also zumindest ich, habe mich gedacht, geht's noch? Ist das jetzt echt ein Problem? Offenes Olivenöl in der Pizzeria? Das ist die Prio, mit der wir uns jetzt ein paar Tage beschäftigen müssen. Okay, sie haben es dann auch gleich wieder kassiert, nachdem alle aufgejault haben. Ja, sie denken da in Brüssel jetzt nochmal drüber nach. Ich weiß nicht, ob es nochmal kommt, aber das war irgendwas zum Thema Aktionismus. Das kommt während des Sprints quer reingeflogen und muss sofort gemacht werden. Überlegt mal, was bei euch die Olivenölflasche in euren Projekten ist. Total wichtig. Das ist, war echt wichtig. Jetzt, ich glaube nicht mehr, dass es nochmal wichtig wird. Also so viel zum Thema Priorisieren oder zum Thema Kurzfristdenken. Schauen wir über den nächsten Sprint hinaus. Kurzfristdenken, Langfristdenken, naja, da fallen mir die Renten ein. Ey, wir haben eine rote Linie mit Beitragszahlern, wir haben eine Rentner, die ist weiter oben als die, tschakka, alles super. Wir sind ja auch im Jahr 2013. Oh, wenn man den Strahl weiterführt, okay, das trifft sich hier irgendwann. Oh Mist, irgendwann kehrt es sich um, aber es ist nicht mehr in meiner Legislaturperiode. Sind wir besser? Wir haben einen Burndown-Chart, das steil nach unten führt. Ah, alles ist super. Der Sprint endet morgen. Wir sind auch nicht besser. Also, Kurzfristdenken. Ich habe es echt oft, hey, lass uns das Sprint-Goal erreichen, egal was danach passiert. Für unseren Merkzettel wird es bedeuten, bleibt unbeugsam, wenn es um Umpriorisierungen geht. Egal, ob ihr jetzt Politiker in Berlin seid oder Mitarbeiter in einem Scrum-Team. Nicht unbeugsam im Sinne von ungehorsam, sondern
Es fällt euch irgendwann auf die Füße. Wenn ihr es umpriorisieren lasst, wird was anderes nicht fertig. Irgendwann müsst ihr euch die Ohrfeige dafür abholen, außer ihr bleibt gleich am Anfang unbeugsam. Und das Zweite, versucht ein bisschen über das Ende des nächsten Sprints rauszuschauen. Wir haben Gesetzesvorhaben oder im übertragenen Sinn Projekte, die im politischen Umfeld laufen. Das ist der dritte und damit auch schon fast letzte große Themenblock. Für ein Projekt würde Scrum jetzt sagen, ja, da geht es um Planung, um Realisierung. Wir machen ein Sprint Review und wir schauen, wie wir uns optimieren können in einem Retrospective Meeting. Und in jedes dieser Bereiche schauen wir jetzt kurz mal so aus der Politikbrille drauf. Bei Planungen geht es ja im Wesentlichen um Abschätzungen. Man will schon irgendwie wissen, wann wird es denn fertig und was kostet es. Da können wir uns in der agilen Welt auf den Kopf stellen. Irgendwann müssen wir doch immer mal sagen, was es kostet und wann es fertig wird. Egal, ob wir es jetzt mit lustigen Planning-Pokerkarten oder mit schwarzer Magie herausfinden. Die Beobachtung, die ich im politischen Umfeld gemacht habe, eine zum Thema Kosten, war jetzt zum Beispiel das hier. Erkennt es jemand? Die Elbphilharmonie in Hamburg. Ist ein Hamburger da? Oh. Kriegst du schon Pickel, wenn du das Bild siehst? Die wurde ja gestern eingeweiht. Wie jetzt? Ja, in der Turbinenland. Okay, dann bin ich mit dem Vortrag fertig, weil mein Beispiel zieht nicht mehr. Wenn die Berliner Mund kommen, dann passt es wieder. Gib mir noch 2 Minuten. So ein Rapid Prototype. Ja, also das soll ein Konzert- und Veranstaltungszentrum-Dings werden, was irgendwie schon cool ausschaut. Irgendwann haben sie mal gesagt, so in dem ersten Entwurf, ja, irgendwas mit 40 Millionen, dafür könnten wir das haben, wir planen es mal, es waren dann 77 Millionen am Anfang und mittlerweile sind sie, glaube ich, schon bei jenseits von 800 Millionen Euro. Also ist schon noch nah an der ersten Schätzung. Sie sind mittlerweile sogar so weit, dass sie die Baufirma, den Generalunternehmer gezwungen, überredet, behext haben, keine Ahnung, wie sie es getan haben, dass sich diese Firma bereit erklärt, keine Zusatzkosten mehr zu verlangen für die Requirements, die sie schon kennen und auch für die, die sie noch nicht kennen. Die haben es echt geschafft, die zu überzeugen, ja, das wird nicht teurer. Wir sagen euch noch nicht, was ihr noch alles bauen müsst, aber ihr dürft nicht mehr Geld verlangen. Also da ist wirklich schon die sprichwörtliche Kacke am Dampfen. War jetzt nicht wirklich eine vorausschauende Schätzung. Man wollte halt dieses Projekt haben und hat sich so lange klein gerechnet, bis es mal losgetreten war, weil dann wird es schon irgendwie. Das war mal ein ja, bewusst etwas polarisierend dargestelltes Beispiel für eine Schätzung zum Thema Kosten. Wir haben noch eins für die Termine und es ist schon totgetreten, aber ich bring's trotzdem, ja. Unser aller Willy Brandt Flughafen. Er sollte im Juni 2012 eingeweiht werden. Im Mai, also 3 oder 4 Wochen vorher, sie gesagt, ja, es wird knapp. Sie haben es dann 4, mittlerweile sind es glaube ich schon 5-mal verschoben. Sie sind jetzt kurz davor, bald einen Termin nennen zu können, an dem sie den Termin nennen, wann es fertig wird. Also es ist irgendwie völlig offen. Und für mich war es ein Musterbeispiel an völlig realitätsfremder Abschätzung. Man hat halt so lange abgeschätzt, bis das rausgekommen ist, was man sich gewünscht hat. Die haben es zuerst general vergeben, dann ist ein Preis und ein Zeitrahmen rausgekommen, der ihnen nicht gepasst hat. Dann haben sie es in lauter kleine Batches geteilt, was erstmal gar nicht so dumm ist. Und haben es so lange immer weiter aufgeteilt, bis halt jede Firma gesagt hat, ja, wir wollen den Auftrag und es ist immer kürzer geworden mit der Zeit. Und irgendwann habe ich so das Gefühl, ist ihnen der Realitätssinn abhanden gekommen. Also sie haben quasi rückwärts abgeschätzt. Sie wussten das Ergebnis und haben so lange abgeschätzt, bis halt die Aufwände dazu gepasst haben. Bin mal gespannt, wann es fertig wird. Wir sind auch nicht so richtig viel besser. Also ich habe schon etliche von diesen Abschätzungen gemacht. Leider, leider. Ja. Aber es läuft zumindest mittlerweile im Gegensatz zu dem Flughafen. Klaus Wowereit hat kurz vorher gesagt, hey, wir stehen kurz vor der Eröffnung des Willy Brandt Flughafens. Er war ja damals sowas wie ein Product Owner. Für uns heißt es, wenn es irgendwie geht, versucht dieses Thema mit diesen Rückwärtsschätzungen irgendwie zu vermeiden. Es hilft nichts.
Ich weiß schon, man fällt immer wieder in dieses alte Muster zurück. Wenn ihr vorher schon wisst, was rauskommen soll, na, dann spart euch zumindest die Zeit für die Abschätzung und geht einen Kaffee trinken. Verlasst euch nicht auf euer Wunschdenken. Nur weil ihr euch wünscht, dass eure IT-Elbphilharmonie oder euer Flughafen fertig wird, heißt es noch nicht, dass ihr es auch schafft. Also ein bisschen mehr Realitätssinn ist oft hilfreich. Und das Dritte auch hier, auch wenn euch der Vertriebler im Nacken sitzt, bleibt unbeugsam mit euren Abschätzungen. Ich weiß, es ist schwer, aber irgendwann fällt es euch auf die Füße. Nur weil ihr es niedriger abschätzt, macht ihr es nicht früher fertig. Ha. Jetzt haben wir uns die Rollen angeschaut und ein bisschen zu dem Politikbetrieb. Und ich habe ordentlich gebasht auf die Politik. Ist denn wirklich alles Mistig? Wir machen mal eine kurze Werbepause für die Politik. Die machen auch gute Sachen, die man aufs Gramm übertragen kann. Also jetzt mal 5 Minuten Sonnenschein. Ich gebe euch ein schönes Beispiel, wo nicht alles schlecht ist in der Politik. Ein Thema zum Thema Commitment, was wir ja auch haben. Hey, das Team gibt in jedem Sprint Planning ein Commitment. Zum Thema Codepflege und zum Thema Refactoring, wo wir uns echt mal eine Scheibe abschneiden können. Zum Thema Commitment gibt es manchmal was Sie mit dem lustigen Namen Hammelsprung versehen haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind bei einer Abstimmung, ob es jetzt knapp wird und nicht nur mit Handzeichen abgestimmt werden kann, dann haben Sie wirklich 2 Türen im Bundestag, die sind mit Ja und Nein beschriftet. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine Vielleicht-Tür gibt, aber es gibt eine Ja- und eine Nein-Tür und die Abgeordneten müssen durch diese Türen rein und einer steht halt da und zählt mit. Wenn ich an unsere Sprint-Plannings denke, so, ja, ich habe die Abschätzung schon gemacht, aber eigentlich war es eher seine Abschätzung. Also ist weit weg vom Commitment. Wenn mich jemand zwingen würde, durch die Ja-wir-packen-das-Tür zu laufen, wäre ich schon mit anderem Einsatz dahinter. Zum Thema Codepflege, wo es darum geht, nach dem Release von der 1.0 sofort das nächste Projekt zu starten, ohne zuerst mal das, was man gerade so halbfertig über den Zaun geschmissen hat, ein bisschen zu pflegen oder zu refactoren. Sowas wie Elternzeit fand ich ein super Konstrukt. Nach dem Release des ersten Babys fängt man nicht sofort an, ja manchmal vielleicht schon, an Baby 2.0 zu arbeiten, sondern man pampert erstmal das erste Baby auf. Man pflegt es, man zieht sich mal aus dem Tagesbetrieb heraus. Haben wir gerade irgendeinen Papa vielleicht, der Elternzeit macht? Na, dann wäre er nicht hier, ne? Ja, Quatsch, blöde Frage. Also man zieht sich aus dem Tagesbetrieb raus und kümmert sich bewusst um Pflege. Stellt euch mal vor, wir würden nach einer 1.0 eine Software Elternzeit einführen. 1-2 Entwickler gehen nicht gleich ins nächste Projekt, sondern pflegen erstmal 4 Monate lang durch Refactoring diese 1.0. Fände ich super. Refactoring ist eh so ein Thema. Die Politik hat es vor ein paar Jahren mal geschafft, das ganze Land richtig fett zu refactoren. Die haben dieses komische Monstrum weggeschafft. Die Mauer, wir haben uns wieder vereinigt. Jetzt kann einer sagen, hey, das war ein super Projekt, wir zahlen ja jetzt noch. Vergleicht uns mal mit Ägypten oder Syrien. Ich finde, wir haben es total super gemacht. Es ist kein einziger Schuss gefallen, wir haben keine Panzer dazu gebraucht. Wir haben das komplette politische System refactored, ohne uns gegenseitig zu zerfleischen. Fand ich ein super Beispiel, auch wenn es schwierig ist. Aber hey, es ist auch ein großes Projekt. Ende der Werbepause. Wir waren ja bei Planung, haben wir uns schon angeschaut. Realisierung. Wie werden in Berlin Projekte realisiert? Da gibt es irgendwelche Fachausschüsse, Gremien, die manchmal öffentlich, manchmal ein bisschen versteckt oder sogar geheim tagen. Die tun irgendwas, also es entzieht sich zumindest meiner Kenntnis. Ich bin da vielleicht auch nicht informiert genug. Und ab und zu passiert mal was, was uns auch oft vorkommt. Sie verschieben ein ganz wichtiges To-Do bis auf den Schluss. Man weiß, man muss es noch tun, denkt an Architekturreviews, ja, man muss das mal tun, es ist wichtig, aber wir wollen erstmal implementieren. Es geht Ihnen auch so. Ein Architekturreview im Bund wird immer mal vom Bundesverfassungsgericht durchgeführt. Stellt euch vor, euer Projekt in Berlin wäre, ja, wir wollen diese komische verfassungsfeindliche Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Partei verbieten. Dazu haben wir ein Projekt aufgesetzt, sind schon ziemlich weit. Und jetzt kommt noch dieser nervige Architekt, Bundesverfassungsgericht, und will da ein Review drüber machen. Ey, wir haben uns ja Gedanken gemacht, wir können das super bestehen, dieses Review. Wir zeigen denen also, ja, es ist alles super, wir haben ja in der Bundesrepublik Deutschland diese Schichtentrennung. Wir haben also den Verfassungsschutz und der ist von den Parteien getrennt durch die Gesetze. Kann also gar nichts passieren, saubere Schichtentrennung. Unser Architekt sagt, hey, super,
Ja, des Weiteren sind wir auch komponentenorientiert vorgegangen. Damit wir nicht alle über einen Kamm scheren, haben wir also diese komische Partei in eine eigene Komponente gekapselt. Und damit wir auch einen effizienten Informationsaustausch haben, haben wir so dieses Prinzip der Data Transfer Objects gemacht und haben so einen Schnellzugriff implementiert, der dann direkt so aus dieser Schicht drauf zugreift. Der Architekt wird die Stirn runzeln und sagt, ja, was ist das jetzt? Ja, das ist so, so eine Art Dependency Injection. Wir haben da so V-Leute und der Architekt wird sagen, seid ihr wahnsinnig, das ist nicht Dependency Injection, wenn ihr das übertreibt, das ist Inversion of Control. Also vergesst's, setzten, 6. Sie haben sich wieder geschlichen, das Projekt ist bis heute nicht realisiert. Sie überlegen jetzt, ob sie nochmal einen Product Backlog zusammenstellen und es nochmal probieren. Sie nehmen einen anderen Product Owner, die in Berlin trauen sich nicht mehr. Ich glaube, das macht jetzt der Bundesrat. Also ein spätes Architektur-Review. Wenn die das früher gemacht hätten, hätten sie vielleicht schon merken können, das ist blöd mit diesem Dependency Injection. Oder zum Thema Sprint Review. Ein Beispiel. Das Projekt war, wir ändern das Gesetz zum Adresshandel. Die Einwohnermeldeämter dürfen ihre Adressen an Adresshändler verkaufen, wenn der Bürger nicht ausdrücklich widersprochen hat. Eigentlich müsste man sagen, naja, der muss ausdrücklich zustimmen. Aber sie haben dieses Gesetz geändert und das Sprint Review war total super. Sie haben nicht gesagt, ja, wir stimmen jetzt ab über das Gesetz zum Ändern oder zur Erleichterung des Adresshandels, sondern zur Abstimmung kommt Entwurf 35.4. Gibt es Gegenstimmen? Nein? Okay. Das war's. Sie haben nicht mal gesagt, wie es heißt. Und um auf ganz sicher zu gehen, haben sie es genau zu dem Zeitpunkt gemacht, als bei der Europameisterschaft das Spiel Deutschland-Italien lief. Das strategische Projekt. Super. Man kann sich, ihr müsst mal bei der Videoplattform eurer Wahl danach suchen. Man sieht wirklich einen Raum, also der Bundestag, da sitzen irgendwie 10 Hanseln drin, die Zeitung lesen, die sagt, ja, Abstimmung 35.4, dann next. Es ist natürlich rausgekommen. Also es war niemand dabei, der verstanden hat, worum es eigentlich geht, also jetzt kein End-User. Sie haben es natürlich wieder kassiert. Der Aufschrei war groß, irgendwann kriegt der End-User ja trotzdem mit, was er da Release gekriegt hat und sie mussten zurückrudern. Und es ist auch rausgekommen, hey, wir haben das Sprint-Review halt rein zufällig zu dieser, können wir da was dafür, dass da gerade Deutschland spielt? Also sie haben die End-User nicht mit dazu genommen. Letztlich haben sie sich in dem Moment wahrscheinlich nicht überlegt, würde ich mit meinem Verhalten wiedergewählt werden? Das ist was vielleicht für unsere Softwareprojekte gar nicht so verkehrt wäre. Richten wir unser Verhalten, unsere Implementierung da nach der Frage aus, boah, würde ich mit diesem Sprint-Ergebnis wiedergewählt werden? Würde ich die 5%-Hürde schaffen? Das so vielleicht als Idee für euch, würde ich wiedergewählt werden? Diese Frage soll vielleicht in jedem Sprint-Retrospective-Meeting mal auftauchen. Egal, was ihr dann wählt. Ich würde natürlich Scrum wählen mit Punkten. Für unseren Merkzettel wird es bedeuten, wenn schon Feedback, denkt an das Architektur-Review, holt euch das Feedback so früh, wie es irgendwie geht. Es ist heute Ihnen schon mal gefallen, dieses fail early and fail often. Und diese Quengler, so sehr sie euch auch geißeln im Sprint-Review, nehmt sie dazu, die End-User, die Product-Owner, die Support-Leute, nehmt sie dazu. Sie quengeln, aber sie zwingen euch, euch mit dem Zeugs zu beschäftigen, das noch nicht rund ist. Und macht es nicht während einem Deutschlandspiel euer Sprint-Review. Ja, würdet ihr wiedergewählt werden? Wir sind jetzt gerade nach der Wahl. Irgendwie ist nach der Wahl vor der Wahl, nach dem Vortrag ist vor dem Vortrag, es geht irgendwie weiter, ihr geht nächste Woche wieder in eure nächsten Projekte rein. Unser Merkzettel ist eigentlich voll. Was haben wir uns angeschaut? Wir haben gesehen, wir müssen mit Unsicherheit umgehen in unseren Projekten, auch in der Politik. Alle Projektpläne sind nur ein Snapshot.
Ihr müsst übrigens nicht abfotografieren, ich habe auch ein paar Ausdrucke davon da. Wenn es Ohrfeigen hagelt, holt sie euch früh. Holt euch aber im Gegenzug auch den Orden früh ab. Also es motiviert schon auch ein bisschen. Cross-Functional ist mehr als nur ein cooler, sexy englischer Ausdruck im Scrum Guide. Wenn ihr was erzählt, versucht auf den Punkt zu kommen. Don't laber tech war hier das Stichwort. Bleibt unbeugsam und vorausschauend. Vermeidet Rückwärtsschätzungen, die helfen euch nicht. Nochmal das Thema frühe Feedback und versucht euer Handeln an der 5%-Hürde auszurichten. Wir können mehr Demokratie wagen. Wir können mehr Agilität wagen, wird Willy Brandt bestimmt jetzt sagen. Würden wir jetzt Scrum im Bundestag einführen? Würden wir im Bundestag jetzt wirklich mehr Agilität wagen? Wir mit unserem IT-Wissen, wir mit unserer unermesslichen Erfahrung, was agile Prozesse angeht, könnten wir es in Berlin wirklich besser? Klar könnten wir es besser. Aber bevor wir anfangen, in Berlin den Laden aufzumischen, lasst uns erstmal vor der eigenen Tür kehren und unsere eigenen IT-Projekte richtig rund kriegen. Nur wenn wir das hinkriegen, können wir uns anmaßen, mal eine Scrum-Partei zu gründen, Berlin aufzumischen und dann mit vollem Stolz zu sagen, ich bin ein Agilist. Dankeschön. Vielen Dank, Udo Wiegertner war das. Wollen wir noch eine Fragerunde anschließen? Ja, ich bin ein bisschen früher fertig geworden. Also ja. Das ist nur das, was mir auf die Schnelle eingefallen ist mit einem Mapping von Politik auf Agilität. Fällt euch noch irgendwas ein? Irgendwelche Konstrukte, die jetzt besonders gut oder besonders mistig laufen? Ein Wunsch, dass der Fragende bitte aufsteht, dass man es besser versteht. In der Einführung habe ich direkt gedacht, der Bundestag ist definitiv eine komplexe Umgebung. Zur Begründung, warum agil hier funktionieren könnte. Die zweite Assoziation, die ich hatte, war, der Bundestag entspricht eher einer agilen Skalierung. Das sind nicht nur 12 Leute, die da regieren. Okay. Ja, und auch zum Thema Bundestag. Ich habe, während ich es ausgearbeitet habe, gemerkt, hey, eigentlich wäre es wirklich dieser Bundestagspräsident, der da mit dieser, hier steht auch eine, der mit dieser lustigen Glocke dann immer mal klingelt, wenn einer zum Beispiel zu viel Tech labert oder wenn jemand wieder den anderen beschimpft. Herr Minister, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch, hat Joschka Fischer mal gesagt. Fällt euch noch irgendwas ein? Hier rechts links. Also ich glaube, das mit agil, ja, Scrum alleine ist nicht die Lösung für die Politik. Also je länger ich darüber nachdenke, deswegen vielen Dank für die Möglichkeit, eine Stunde lang oder dreiviertel Stunde darüber nachzudenken, glaube ich, dass Politik eigentlich viel mehr das Gestalten und Bauen von Produkten zum Ziel hat. Also dein Beispiel mit dem Bier an der Tankstelle war eigentlich deutlich, da wäre für mich eher so ein Design-Thinking-Ansatz gefragt, nämlich zu überlegen, wir haben das Problem, es beschwert sich jemand, dass das ungerecht ist und was ist jetzt die Lösung? Und das Produkt ist noch gar nicht klar. Was denn, also das Produkt ist ja wirklich dieses Gesetzesvorhaben. Und dann eben loszugehen und zu sagen, ja, wir können uns verschiedene Sachen überlegen und dann schicken wir mal einen auf die Straße und der fährt halt mit dem Auto vor und kauft dann sein Bier, funktioniert nicht, weg, nächste Idee. Also die Agilität nochmal weiterzufassen und wirklich über den Scrum-Teller hinaus zu gucken, fällt uns manchmal ein bisschen schwer, aber ich glaube, es hilft. So eine Art Lean-Startup-Politik? Ja, zum Beispiel. Okay, cool. Ja. Ja, hat noch jemand eine Idee? Sonst noch Wortmeldungen? Was ist mit dem Lobbyismus? Naja, also ich würde erstmal sagen, das sind Stakeholder. Stakeholder, die zu überzeugen wissen. Keine Ahnung, was sind denn Lobbyisten? In der Scrum, denke ich. Stakeholder, die Code schreiben. Ah ja, noch nie gehört. Also ich würde Lobbyisten als Stakeholder sehen. Und wenn die Bundeskanzlerin Product Owner ist, muss sie halt versuchen, alle verschiedenen Prioritäten unter einen Hut zu kriegen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Die Sache mit den Hoteliers, da scheint schon auch irgendwie Lobbyismus im Spiel zu sein. Oder
wenn das Blockieren von strengeren Abgasrichtlinien in Brüssel jetzt auf einmal den Deutschen zufällt, die immer so Umwelt-Heini-mäßig unterwegs sind, dann frage ich mich schon auch, hey, wer hat denn die Priorität da so beeinflusst? Der Business Value war doch ganz okay für die CDU. Der Business Value wurde auch sehr schnell ausgezahlt, ne? Also, ja, ja. Okay, ich würde sagen, bevor wir aufhören, ich habe vorhin angedeutet, hey, dann lasst uns halt eine Partei gründen. Lasst uns tun, lasst uns auf Twitter ein bisschen überlegen, was die SCROM heißen könnte. Ein Logo habe ich schon entworfen. Helft mir beim Gedankenspielen, wofür SCROM stehen könnte. Ich habe mit Arbeitskollegen schon philosophiert, die haben gesagt, ja, das steht für Software-Chaoten regieren unser Management beispielsweise. Oder die anderen Sachen habe ich vergessen. Twittert sie einfach, hängt an, und, an das Tag zu den XP, da ist einfach noch Scrum im Bundestag dran. Ich würde mich über möglichst abstruse Meldungen freuen. Dankeschön.